Nachmittag ist bei Bauarbeiten an der staatlichen Feuerwehrschule im Stadtteil Zellerau eine 250 Kilogramm Fliegerbombe aufgefunden worden. Wir warten jetzt aktuell auf den Kampfmittelräumdienst aus Nürnberg, um dann unsere weiteren Maßnahmen planen zu können. Diese müssen jetzt natürlich schauen, kann die Bombe vor Ort entschärft werden, kann die Bombe abtransportiert werden, wie weit muss der Radius gesetzt werden um die Bombe, was haben wir für einen Bereich, der evakuiert werden muss. Und wenn der Kampfmittelräumdienst seine erste Einschätzung abgegeben hat, dann können wir auch unsere weiteren Maßnahmen planen für heute oder gegebenenfalls fürs Wochenende. Wie groß ist denn die Bombe? Weißt du das in der Stelle? 250 Kilogramm schwer. Okay. Und das heißt ein Radius, den es betreffen wird? Natürlich immer schwer, Schätzungen abzugeben. Der Kampfmittelräumdienst hat zwar eine erste Schätzung anhand von dem Foto abgegeben, aber wir müssen natürlich jetzt gucken, inwieweit sich das wirklich auch so darstellt und wie groß die Bombe ist und wie weit der Radius gesetzt werden muss.